Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur nächsten Runde DK the Mare. Wir sind hier noch auf der Suche nach einem Schlüssel oder irgendeinem Gegenstand, mit dem wir hier irgendwelche Türen öffnen können. Ich habe mich hier schon mal in der Zwischenzeit nochmal umgeguckt, aber noch nichts gefunden. Müssen wir hier doch irgendwie nochmal in den Gang? Nee. Nee. Sie lässt sich nicht öffnen. Oh. Psst, komm her. Ich bin Raphael. Ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. Hast du Schlaftabletten? Tut mir leid, habe ich nicht. Mann, die Träume, die ich habe, die bringen mich um. Ich habe schon seit Ewigkeiten mehr keine ganze Nacht gut geschlafen. Ich habe besser geschlafen mit einer Schlaftablette, die mir die Latina gegeben hat. Die verdammten Medikamente, die ich nehme, verdrehen mir das Hirn. So, jetzt können wir hier auswählen. Ja, Latina, wer ist denn Latina? Diese Latina, Tori. Mann, die ist echt ganz unten angekommen. Den einen Tag war sie voll auf Droge, hat gezittert und geweint. Den nächsten Morgen war sie weg. Da stimmt was nicht mit, Mann. Eine Latina. Das erinnert mich an etwas. In meinem Traum war ich in einem Raum voller Fotos von einem Mädchen mit langem schwarzem Haar. Mann, ich sag dir, die Träume in diesem Gebäude sind echt gruselig. Jede Nacht, die ich mich zum Schlafen hinlege, lande ich an einem seltsamen Ort, laufe herum und versuche aufzuwachen. Es fühlt sich so an, als würde ich sterben, wenn ich nicht schnell genug aufwache. Ich habe auch angefangen, solche Träume zu haben, und jemand verfolgt mich. Wer? Weiß ich nicht. Eine blutige, verrottete Figur, wie eine Schaufensterpuppe. Klingt gruselig, mein Freund. Nene folgt mir, die ganze Zeit, läuft neben mir her, lässt mich immer wissen, dass er da ist. Wer ist Nene? Das erzähle ich dir ein anderes Mal, aber eines ist sicher, ich habe echt Mist gebaut. Tja, jetzt interessieren mich aber wirklich noch seine Träume. Es ist echt seltsam. Meine Träume sind halt so real, dass es mir schwerfällt zu sagen, ob ich wach bin oder nicht. Und dieser Junge, er ist hier, die ganze verdammte Zeit. Welcher Junge? Nene, das ist sein Name. Er ist der Grund, wegen dem ich hier bin. Wie war noch dein Name? Sam? Warum bist du hier? Hat dich deine Freundin verlassen? Lange Geschichte, Geldprobleme, Depression, Drogen und Panikattacken. Immer dasselbe, was? Weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob das hier der richtige Ort ist, um geheilt zu werden. Ich habe diese Psychiaterin seit gestern nicht mehr gesehen. Sollte die nicht hier sein, um uns, du weißt schon, zu helfen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in New Jersey bessere Einrichtungen geben muss, wo kranken Typen wie wir behandelt werden könnten. Erzählt er uns jetzt doch noch was anderes? Nein, das hat er gerade schon gesagt mit dem Nene. Gut. Ich muss gehen. Es wird spät. Ich habe zwar Angst davor, aber wenn ich gar nicht schlafe, sterbe ich. Man sieht sich. Ja, man sieht sich. Interessantes Gespräch. Da ist also einiges los. Aber wir haben trotzdem keinen Schlüssel. Vielleicht erzählt er uns ja doch nochmal was. Mann, die Träume, die ich habe, die bringen mich um. Ich habe schon seit Ewigkeiten mehr keine ganze Nacht geschlafen. Das hatten wir gerade auch schon. Also wir müssen vielleicht auch noch diesen Jungen finden. Okay, also so hilft das hier nicht. Können wir die Tür selbst nochmal anwählen? Tür ist verschlossen. Was sind denn das hier eigentlich für Bilder? Hm.
Ich bin mir ja noch nicht so sicher, wo uns das hinführt. Schwierige Sache. Möglicherweise ist jetzt hier was drin? Nö. Noch immer nicht. Das kann doch nicht sein. Vielleicht jetzt was auf der Toilette? Oder, warte mal. Ach nee, ich dachte, man könnte vielleicht die Schublade irgendwie nochmal aus einer anderen Perspektive öffnen. Aber nein. Oh, und wir sind woanders gelandet. Das ist ja interessant. Das sollte eigentlich die Toilette sein. Kiss me, date me. Was soll denn das sein? Kann man da Kerzen reinstellen? Oh. Eine Taschenuhr? Wir haben eine Taschenuhr. Wir haben endlich mal wieder was im Inventar. Bei der Taschenuhr ist es gerade um 9. Und da ist ein... Soll das ein Tee sein? Gut, wir haben auf jeden Fall eine Taschenuhr. Das ist schon mal gut. Oh, können wir die noch verwenden? Oh! Haben wir jetzt die Zeit zurückgedreht? Also auf jeden Fall ein Stück weit. Wir können jetzt durch die Tür. Und da ist noch eine Tür. Geradezu ist ein Tor. Sieht eigentlich aus wie so ein Haupteingang. Diese Tür ist verschlossen. Gehen wir einfach mal runter. Ein Messergriff. Aber da fehlt noch das Messer und wir haben wieder eine Münze. Die üblichen Münzen. Ja, das Messer fehlt. Boah, die Klinge. Können wir nicht verwenden. Und ich dachte schon, wir kommen irgendwo raus. Nee, da will ich aber noch nicht durch. Erstmal schauen, was hier noch rumliegt. Sie lässt sich nicht öffnen. Ach, ist das wieder so eine Bodenluke? Sieht so anders aus. Wir schauen einfach mal, was uns da hinten erwartet. Eine Münze. Mehr aber auch nicht hier drin. Ich denke halt immer, wenn man das nochmal benutzen kann, dass da doch noch irgendein Geheimnis hinterhängt. Da geht's lang, geradeaus geht's lang, hier geht's überall lang. Das wäre so ein Ventilator. Eine Schaufel. Bisschen blutig. Können wir gerade nicht benutzen. Wenn ich mal raten müsste, würde ich sagen, dass mit dieser Schaufel irgendwie der Typ umgehauen wurde. Gehen wir mal da lang. Schwein? Warum? Die Tür ist verschlossen. Da brauchen wir irgendwie einen Schlüssel für. Da ist wieder eine Münze. Soll das eine Tafel sein oder ein Fenster? Abgeklebtes Fenster? Schwierig zu sagen. Aber auch nichts, was einem hier irgendwie weiterhilft.
Ach so, die Tür, Moment. Das ist eine andere Tür. Dann ist wieder ein Bild. Ach, warte mal. Wir haben ja immer noch die Uhr. Sollte man sich merken. Aber trotzdem ist hier irgendwie nichts zu machen. Geht das nochmal? Nichts passiert. Nee. Okay, also irgendwas fehlt uns hier noch, damit wir an dem Bild irgendwas machen können. Dann kommen wir jetzt später wieder zurück. Nee, Moment, hier waren wir doch gerade. Anders. Einmal raus. Wir wollen doch durch die Gittertür zurück. Okay, hier sind auch wieder Bilder, ein Auge. Ist ja schon eklig. Finger. Eine Kiste. Wir können einen Kreis auswählen, dann können wir die drehen. So, da muss jetzt auch wieder ein Auge draus kommen. Ist das ein Katzengesicht? Moment. Das muss einfach alles noch ein bisschen nach links gedreht werden. Wir müssen erstmal den äußersten Kreis hier richtig platzieren. Oh nein, das soll sich doch nicht alles drehen. Hä, warum hat sich denn... Ach, jetzt. Nee, hä, der dreht sich immer mit. Der soll sich nicht drehen. Das ist ja blöd. Moment. Aha, okay. Ist ja auch ein bisschen schräg hier. Ah, und jetzt? Es wird schon irgendwann irgendwie passen, aber so ist das noch nicht ganz richtig. Und da haben wir es geschafft. Einfach ein bisschen rumprobieren und dann läuft das Ganze auch. Und ein lustiger Schlüssel mit Schweinemotiv. Na Mensch, wenn das nichts ist. Was auch immer wir damit aufschließen können. Was hat es hier eigentlich mit diesem Bild auf sich, mit dem Auge? Was ist hier los? Es ist so dunkel hier drin, ich kann gar nichts sehen. Aber ich habe auch nichts zum Licht machen. Ja, da passiert auch nichts. Schade. Gehen wir denn jetzt lang? Dann mal hier lang. Vielleicht kriegen wir damit ja... Ach, Mensch. Ja, ein Schlüssel mit Schwein. Klar, da steht ja auch Pig. Dann wird er wohl den Schrank aufschließen. Und wir haben eine Taschenlampe. Super. Und einen Gehstock. Den nehmen wir auch mal mit. Und dann schnell zurück. Nee, hier sind wir mal wieder falsch. Das Übliche.
So. War das die Tür? Ja, das war die Tür. Dann machen wir hier mal Licht. Und eine Videokassette. Achtung, unheimlichster Film aller Zeiten. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an The Ring. Wahrscheinlich gehen wir auch 7 Tage nach dem Anschauen dieses Videos irgendwie drauf, aber wir brauchen jetzt mal irgendwie einen Videorekorder oder so, damit man das abspielen kann. Weil ich meine, können sie ja nicht einfach so verwenden. Vielleicht in dem Gemeinschaftsraum, wo die Küche drin war. Boah, hallo Leiter. Komm doch bitte noch schneller angesaust. Wir klettern erstmal hoch. Die Leiter möchte das so. Und diesen Raum, den kennen wir schon. Zumindest aus den Zwischensequenzen. Und hier steht Nene. Das ist der Name von dem Jungen. Und wir sind wieder in unserem Zimmer. Oh Mann. Aber hier, okay, es ist Nacht und wir können trotzdem in den Gemeinschaftsraum. Mich würde interessieren, ob hier irgendwo wirklich so ein Videorekorder rumsteht. Oder ob wir das einfach so verwenden können. Nö, wir brauchen irgendwo einen Videorekorder. Was machen wir eigentlich mit dem Stock? Den können wir nicht benutzen. Wir haben auch kein Fragezeichen mit Hinweisen. Oh, jetzt ist meine Münze drin. Hat ja lang gedauert. Mit der Vase können wir nichts machen. Sehr schön, jetzt verbirgt sich hinter der WC-Tür auch tatsächlich wieder die Toilette. Aber da ist immer noch nichts los. Gehen wir wieder raus. Oh, das Fragezeichen war wieder da. Du musst dich in diesem Bereich weiter umsehen. Was haben wir denn noch im Inventar? Wir haben den Stock, wir haben die Schaufel, die Videokassette. Die Uhr? Die hilft hier nicht. Oh, die Tür ist offen. Nee, ist nicht offen. Das sah nur so aus. Schade. Aber vielleicht redet ja unser Kumpel nochmal mit uns. Da ist er wieder. Ich halte das nicht aus, Mann. Ich dreh durch. Ich werde sterben. Er lacht mich aus. Wer? Wer lacht dich aus? Nee, nee, er will, dass ich sterbe. Oh Mann, ja, ich würde gerne Nene mal kennenlernen. Ist vielleicht die Tür jetzt hier offen? Nee. Was hat es mit Nene auf sich? So, hier ist jetzt immer noch alles so wie vorher. Vorhin, nachdem wir mit ihm geredet haben, da... Ja, da hatte sich ja hier die Umgebung verändert. Irgendwas muss doch hier noch sein. Ist am Kühlschrank noch was anders? Ups. Begräbnis. Nee, nee. Wir wollen ja eigentlich niemanden begraben. Geht die Tür jetzt auf? Tatsächlich. Und wir sind wieder in dem Raum. Aber da ist auch immer noch nichts Neues. Gehen wir einfach nochmal durch.
Die ist immer noch verschlossen. Hier muss ja noch irgendwo was sein. Also vorhin kam die Leiter runter. Müssen wir jetzt ja nicht unbedingt nochmal hoch. Hilft hier vielleicht der Stock? Nee, ich dachte schon, da könnte man irgendwie die Luke aushebeln. Der Schaufel geht das auch nicht. Doch, die Leiter hoch. Oh, oh, ist das Nene? Sam, er ist jetzt verschwunden. Du meinst Nene? Ja. Ich glaube, ich muss nicht fragen, wer ist Nene, oder? Na doch, machen wir einfach mal.